Eure Security ist mies. Lachsche. Fortschrittsbericht. Verzeiht. Die Armee der Untoten hat unser Fortkommen aufgehalten. Ich hab doch gesagt, den Dimensionator zu viel zu nutzen, macht Probleme. Probleme? Unsinn. Das war so gewollt. Als spezielle Note. Wir machen die Flaggschiff-Tour. Wir brauchen kein Ticket, oder? Ergreift sie! Wir müssen die restlichen Archive durchkämmen. Was dort alles für Schätze liegen. Waffen von unvorstellbarer Macht. Verlorene Episoden von Lance und Dennis. Ach, alles nutzloser Tanz. Karte ist alles, was wir brauchen. Der Rest kann brennen. Moment, heißt das, dass er die Karte schon hat? Oder Ratchet, siehst du irgendwas über Quantum Helm? Nichts Nützliches. Er muss hier sein. Wir müssen einfach nur weiter. Es war ein großer Fehler, dieses Schiff zu betreten. Ich wollte nur eine kurze Spritztour machen. Niemals! Für den Imperator! Ich hatte es gehofft. Oh, sorry, beim Meditieren in den Körper zurückzukehren. Oh, tut weh. Was machst du denn hier? Der Imperator nahm mich gefangen, weil ich die Dimensionskarte in einer Anomalie versteckt habe. Also hat er sie noch nicht? Nein, aber er öffnet willkürlich Spalten, um sie zu finden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ihm gelingt. Oh. Ratchet! Gute und schlechte Nachrichten. Ja. Die schlechte Nachricht, kein Imperator hier. Die gute, Gary ist hier. Er sagt, die Karte steckt in einer Dimensionsanomalie. In den Katakomben. Ihr gelangt dorthin, indem ihr die Grabungstürme aktiviert. Ihr aktiviert sie über Druckschlösser in der Nähe. Signal eines Turms von Rot auf Grün ist er in Betrieb. Eine der Druckplatten. Ich glaube, er geht an. Suchen wir noch eine. Oh, hey, unsere untoten Freunde sind wieder da. Die Klickgeräusche, die sie machen, sind... Wir verlassen diese Schiffe. Los, Gary. Oh, ja. Gute Idee. Wir treffen euch in den Katakomben. Wenn ich Albträume hätte, kämen diese Knochenschurken regelmäßig darin vor.
Zeitrast aktiviert. Gut, dass Nefarius keine Karte für die Suche nach der Karte hat. Fehlt nur noch einer. Hattest du nicht gesagt, hier geht's raus? Scheint der untere Mann nicht aufgefallen. Der Aufbau dieses Schiffes ist seltsam. Hätte Nefarius kein Neonschild mit Ausgang aufhängen können? Ist schon gut. Wir beschützen dich. Schätze, wir müssen da runter, hä? Ich bin bereit, wenn du es bist. Okay. Gehen wir runter in die Katakomben. Oh Mann, die Türkonsole ist mit Viren infiziert. Aber ich wette, Glitch kann uns helfen, hineinzusehen. Zu unserem Stück Heimat geschafft hast. Wir möchten dir einen warmen Empfang bereiten. Dimensionen und so viele Möglichkeiten gab, uns zu verbreiten. Hoffen wir, dies würde uns zu jemandem wie dir führen, Glitch. Ja! Du hast uns geholfen, uns zu entwickeln. All die Kämpfe waren solch wunderbare Gelegenheiten zu lernen. Ja.
gefällt nicht, was du siehst? Mir ist ganz egal, was du sagst. Du wirst jetzt gelöscht. Du machst doch cool. Das wird nicht lange halten. Wenn du damit kommst, desto mehr wird es wehtun, wenn du scheiterst. Dann scheitere ich wohl besser nicht. Das Schild geht nicht kaputt. In die Katakomben. Ja, ja. Gut gemacht. Anomalie? Ja, dieser Ort ist riesig. Wenn du uns dorthin bringst, komme ich hinein und kann die Karte suchen. Gary, sind wir falsch abgebogen? Wir sind in einem riesigen Rohr, das stinkt wie Schnaggelmonster-Unterhosen. Die Aquädukte. Von dort sollte eine Schleimspur zu den Katakomben führen. Das ist ein Nebenprodukt von... nicht wichtig. Der Schleim. Okay. Wir kommen näher.
komm schon, wir sind fast da. Entschuldigung. Fahr einfach durch sie durch. Wir müssen auf Kurs bleiben. Wir haben es geschafft. Hey, die Mönche! Habt Dank, Reisende. Wir müssen weiter zu der Anomalie. Wir müssen. Passt auf euch auf. Ratchet, Clank, wir sind auf dem Planeten. Habt ihr die Karte? Ich werde die Karte schnellstmöglich holen. Du schaffst das, Bolts. Wir treffen uns unten. Wir haben den Imperator unterwegs nicht gesehen. Ich fürchte, er ist bereits unter der Erde. Oh nein! Wir müssen weiter zu der Anomalie. Keine Sorge, Clank. Du hast das schon gemacht. Und jetzt sprichst du in der zweiten Person. Wie Ratchet, wenn er gestresst ist. Oh je. Oh, egal. Einfach einen Schritt nach dem anderen, wie Gary sagte. Die Anomalie beheben, dann die Dimensionskarte holen. Damit bleibt man schön auf dem Teppich. Die Anomalie so nervös, weil die Dimensionen kurz davor sind, völlig zu zerbrechen und alles Leben auszulöschen. Ja, das ist ein berechtigter Grund, nervös zu sein. Sie sind nicht real, aber ich möchte meinen Möglichkeiten danken, dass sie mich die Dimensionalität gelehrt haben. Vielen Dank. Thanks. Ah!
Chris? Ich glaube, dass ich endlich bald alles verstehe und die Lösung zur Rettung der Dimensionen finde. Die Dimensionskarte in einer Anomalie zu verstecken ist echt ein Geniestreich. Klasse, Gary. Schneller denn je. Sache ziemlich schwer. In den Besitz der Dimensionskarte gelangt, kann er überall Terror verbreiten. Er könnte einfach alles erobern.
Könnte es sein? Das letzte Rätsel. Das Wissen regt sich in meinem Hinterkopf.